Die Wände reden mit mir dann, wenn man dran denkt, dass man gleich stirbt. Kann mich bewegen, doch nicht im Gefängnis hinter meiner Stirn. Ich muss Tabletten schlucken, damit ich entspannt bin. Jeden Tag aufs Neue lerne ich meine schlimmste Angst kennen. Seh die Welt auf Prometasien wie durch ein Kaleidoskop. Immer wenn ich nachts allein bin, flüstert in mein Ohr der Tod. Es ist ein Teufelskreislauf, eigentlich alles gut. Die Angst lügt mich an, dabei kann sie mir gar nichts tun. Es fühlt sich an, als würde meine Seele brennen. Ich frag mich täglich, ob ich morgen noch am Leben bin. Ich war ein Mann, der nur den Tod gefürchtet hat, bis meine einzige Angst in mir hochgezüchtet war. Manche halten das nicht aus und beenden diesen Kampf durch die Angst vor der Angst, vor der Angst, vor der Angst. Die Leute in der Psychiatrie sagen, du bist krank. Man sagt, man soll sich seine Nächste stellen. Doch was macht man bei Todesangst? Mir wird's schnell zu eng, zu laut, zu viel. Im Gedränge fühle ich mich unwohl, möchte weg. Oft ohne erkennbaren Auslöser werden sie von Ängsten befallen. Sie erleben diese als einen Sog, aus dem sie kaum mehr herauskommen. In einem Land, in dem Pflegekräfte schwinden, bin ich kein Mörder, doch muss lebenslänglich sitzen. Für den Staat nur eine Nummer im System. Sie haben meinen Kummer nie erlebt. Menschen gehen mir aus dem Weg, bin ich draußen unterwegs. Sinken im Loch in meinem Hals, denken Hater, ich bin fake. Sie lachen, zeigen mit dem Finger auf mich. Anders behandelt zu werden ist immer traurig. Falsche Frauen denken, Rollifahrer kriegen keinen hoch. Dabei hätte ich am liebsten einen Sohn. Ich bin ein Mann, der viel überwunden hat, auch ohne Muskelkraft. Es kommt nur darauf an, wie viel deine Worte wert sind. Weil nur die Wahrheit den Schmerz nimmt, verlorene Zeit kann man nicht mehr wiederholen. Inklusion ist und bleibt nur eine Illusion. Vor ein paar Jahrzehnten erreichten betroffene Jungen nur das späte Jugendalter oder vielleicht die 20er Jahre. Mit einer verbesserten medizinischen Behandlung liegt die Lebenserwartung mittlerweile bei 30 bis 40 Jahren und in manchen Fällen werden die Patienten sogar 50 Jahre alt. Eine sehr häufige Behandlung ist die Beatmungsunterstützung. Je nach fortschreitender Krankheit kann dies bedeuten, dass man zusätzlichen Sauerstoff über eine Maske erhält oder eine invasivere Beatmung wie einen Luftröhrenschnitt benötigt.